Willkommen zu Leute heute. Die Filmwelt hat eine ihrer letzten großen Diven verloren. Gina Lollobrigida ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Ihre Filmkarriere hat sie zwar schon vor langem beendet, aber sie war auch im hohen Alter immer noch in den Schlagzeilen. Konstantin von Griechenland hat sich heute auf seine letzte Reise begeben. Der frühere König ist 6 Tage nach seinem Tod beigesetzt worden. Die Trauerfeier in Athen wurde live im Internet und im Fernsehen übertragen. Vertreter fast aller europäischer Adelshäuser waren anwesend. Er ist 82 Jahre alt geworden. Nach den Golden Globes gab es schon wieder viel Glamour in Los Angeles, die Critics' Choice Awards mit einer ganzen Reihe von Superstars wie Julia Roberts, die leer ausging, bezeichnet. Und der größte, der emotionalste Moment des Abends, das war das Comeback von Brendan Fraser. Ob einer der Gäste auch eine Chance auf einen Oscar hat, dahinter steht noch ein großes Fragezeichen. Gleich 3 Fragezeichen haben wir gestern in München getroffen, allen voran Julius Weckauf. Er hat schon den jungen Harpe Kerkeling gespielt in Der Junge muss an die frische Luft. Jetzt ist er der Hobbydetektiv Justus Jonas im neuen 3-Fragezeichen-Film. Leute heute war bei der Premiere, denn wir übernehmen jeden Fall. Eine Neuauflage oder sowas ähnliches schwebt auch Boateng vor. Es ist wieder Fashion Week in Berlin und Designer Marcel Ostertag trifft gerade noch die letzten Vorbereitungen. Man will ja nichts dem Zufall überlassen. Auch sein Wochenende war vollgepackt mit Terminen. Wir durften Mäuschen spielen und waren bei einem Fitting mit einer Schauspielerin dabei. Morgen gibt es an dieser Stelle Handball. Ich melde mich am Mittwoch wieder. Bis dahin. Tschüss.